Von Algier ist es. Ich schlag dir die Zähne raus. Boah, ich hasse das, wenn Leute Rap-Texte so rezitieren. Ich schlag dir die Zähne raus. Man hört nur noch dein F-Geschrei. Logge mich ein bei Instagram. Das wird dann auf Story geteilt. Ach so, da steht F-O-T-Z-E-N-Geschrei. Ich schlag dir die Zähne raus. Man hört nur noch dein F Geschrei. Logge mich ein bei Instagram, das wird dann auf Story geteilt. Analyse: Deutschrap, Sexismus, Frauenfeindlichkeit, Frauenbild, Aussagen, sexualisierte Gewalt, Songtexte. Alle Motive zeigen echte Zitate aus Songs erfolgreicher deutscher Rapper. Es ist Zeit, etwas zu ändern. Es gibt Sexismus überall in unserer Politik, der Gesellschaft, in anderen Musikgenres. Deutschrap ist allerdings ein Genre, das diese sexualisierte Gewalt zelebriert. So ein Schwachsinn, als ob Deutschrap. Es ist für einen halbwegs auffassungsfähigen Menschen und vor allem einen Menschen, der Rap versteht und Ahnung von Rap hat, in der Regel möglich zu unterscheiden zwischen Punchlines, Battlelines, die im Wortwitz als Kunst zu erkennen sind und einer Zeile wie der hier. Wenn er damit eine Frau gemeint hat. Wenn das nicht ein Storyteller ist. Bonnie und Clyde ist ja eine Geschichte, keine Ahnung. Ich finde es schwierig, diese Zeile ohne Kontext zu beurteilen. Auch wenn sie auf jeden Fall auf Anhieb schon ekelhaft aussieht, gar keine Frage. Sexistische Hip-Hop-Songs sind salonfähig. Seit Jahren stören Rapper mit frauenfeindlichen Texten die Charts. Deutschrap ist hierzulande das erfolgreichste Musikgenre überhaupt. Yes! Und nie zuvor war es so weiblich geprägt. Aber es gibt auch immer wieder gravierende Sexismusvorwürfe aus der Szene. Sexismus ist keine Meinung. Sexismus ist keine Kunst. Wie ist deine Meinung dazu? Algiers Line ist eine Punchline. Im wahrsten Sinne. Das sind 10 Posts, nicht nur Algier. Du musst nach rechts klicken. Ach so, okay, perfekt. Aber wie mache ich das? Ah. Algier redet über Frauen. Okay. Ich muss hier mal was ansprechen. Ein ernstes Thema. Weil ich kann das nicht mehr lange mitmachen. Es geht um Frauen und ihre Tage. Liebe Frauenwelt da draußen. Bitte fickt euch mit euren Tagen. Ein Mann will alles hören. Ich habe Bauchschmerzen, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Migräne, ich habe sogar eine Titte ist mir runtergefallen. Das so geht sogar noch. Aber ich habe meine Tage, ist Gift. Ekelhaft. Wie kannst du das überhaupt sagen? Wie kann eine Frau zu einem Mann sagen, ich kann heute nicht, ich habe meine Tage. Wie? Ich kann heute nicht, ich habe Blut aus meiner Muschi. Und dann wollt ihr das immer verharmlosen mit Erdbeerwoche, Himbeer, Blut aus Muschi. Ekelhaft. Po. Okay? Nichts Erdbeeren und Himbeeren. Ekelhaft. Und es gibt Fotzen, die gehen raus da draußen auf diese Welt, diese dreckigen Nutten mit ihren Tagen. Ey, die sollten eigentlich sollte das eine Krankheit sein. Das muss eine anerkannte Krankheit sein. Eingesperrt. Tage, wie lange hast du? 3, 4 Tage, 5 Tage? Also, ich finde es überhaupt nicht witzig, aber ich weiß nicht, Alter. Man muss schon richtig blind sein, um zu sehen, dass er das nicht ernst meint. Das ist halt einfach irgendeine richtig ekelhafte Form von Humor, die ich nicht teile, die ich nicht witzig finde. Aber ohne ihn persönlich zu kennen, bezweifle ich, dass er das ernst gemeint hat. Trotzdem ekelhaft. Ja, weiter. Die Bitches heute wollen Jungfrau bleiben. Zwei Optionen, Arsch oder Mund auf Kleines. Ja, Punchline von Kolle und Farid. Also das mit den Battle-Rap-Punchlines, finde ich ekelhaft, dass die das machen. Ich finde es ekelhaft, Battle-Rap-Punchlines zu verwenden, um daraus Misogynie zu schlussfolgern. Der meint das nicht ernst. Seville, ich glaube nicht,
Ich will es nicht hundertprozentig sagen. Am Ende muss er sich dafür rechtfertigen, nicht ich. Ich würde sowas nie sagen. Aber für mich wirkt es einfach wie so ein, wie dieser typische Humor von ihm. Der findet es halt wahrscheinlich einfach witzig. Oder glaubst du, er wird auch zu seiner Mutter sagen, dass ihre Tage ekelhaft sind und sowas? Ich glaube einfach, das soll witzig sein. Ja, du hast recht, Ralf. Humor kann missverständlich rüberkommen. Weiter. Prinzipiell bin ich nicht gegen Frauen, denn Frauen sind auch Lebewesen. Frauen sind auch Menschen und sie essen und trinken auch, genau. Das heißt, also Frauen sind auch auf der Welt und wir müssen sie also akzeptieren, dass wir mit denen zusammenleben und können nicht gegen Frauen sein. Deswegen sage ich euch nur eine Sache: Seid niemals gegen Frauen, schlagt auch keine Frauen, denn ohne Frauen gibt es viel, viel weniger Spaß auf der Welt. Hä? Also, ich verstehe nicht, warum dieses Video jetzt dabei war. Also hat diese Person ernsthaft da jetzt Frauenfeindlichkeit bei Farid rausgehört oder was? Ja, also, aber versteht ihr, das ist halt, was ich meine. Das ist so. Wenn man Deutschrap nicht versteht, also ich finde, es ist vollkommen legitim, darüber zu diskutieren, dass Leute im Deutschrap sind, die frauenfeindlich sind, die Hass auf Frauen haben, die über Frauen reden, du Stück Scheiße, du hast es verdient und du wirst jetzt vollge oder was weiß ich was. So. Und sowas gibt es, ja, und das ist ekelhaft und es ist wichtig, das zu thematisieren, ebenso wie das Wording überdacht werden muss. So, es ist gut, dass ein Savage heute nicht mehr das N-Wort benutzt. Das heißt, nicht alles, was Rapper sagen, muss so bleiben. Man kann es auch verändern, man kann es weiterentwickeln. Aber gerade Battle Rap und Sarkasmus in Rap-Texten, ich meine, diese ganze Kritik, die der äußern, da muss man jetzt da überlegen, werden die dann also auch Zitate von KIZ natürlich bestimmt nehmen, ne? Oder erkennen die komischerweise bei KIZ, dass es nicht ernst gemeint ist? Das finde ich schwierig und ich finde es auch unfair und ich will, dass wir uns weiterentwickeln, aber ich will trotzdem auch, dass Rap Rap bleiben kann. Prinzipiell bin ich nicht gegen Frauen, denn Ach so, Frauen sind. weiter. Du verschwindest oder wir schlagen dich blau, denn bist du in keiner guten Verfassung. Dann bist du in keiner guten Verfassung wie Wahlrecht für Frauen. Das ist doch nicht ernst gemeint, Mann. Das ist doch nicht ernst gemeint. Das ist eine Punchline. Jetzt mal abgesehen davon, ein Freestyle beim Splash, das war doch kein Freestyle beim Splash. Das ist echt weniger, das ist echt nicht gut recherchiert, glaube ich. Warum ist KIZ im Mainstream beliebter als Farid? Ja, gute Frage. Ich will keine Frauen, ich will Hoes. Sie müssen blasen wie Pros. Okay? Also jetzt mal ganz im Ernst. Hier wird ja auch noch unterschieden zwischen Frauen und Hoes. Hä? Hier wird ja sogar unterschieden zwischen Frauen und Hoes. Das heißt, es ist auf jeden Fall nicht frauenfeindlich. Wenn du willst, dann ist es hoefeindlich, aber nicht mal das sehe ich so wirklich. Weil eine Ho ist ja eine. Was ist eine Ho? Ist eine Ho nicht eine Prostituierte? Kann sein, ja? Ja, schon, Seville. Streng genommen, ja, okay, bin ich bei dir. Aber unterscheidet, also ich will Flair da gar nicht verteidigen, aber unterscheidet Flair doch da nicht eindeutig? Ich will keine Frauen, ich will die Hoes. So wie wenn ich sagen würde, ich will keine HS, ich will Männer an meiner Seite, so zum Beispiel. Hä? Ja.
Aber er unterscheidet ja zwischen Frauen. Ja, egal. Ich will Titten, Arsch und eine Kippe. Danach, wo sind die geldgeilen Weiber? Ja. Die könnte man schon tendenziell frauenfeindlich interpretieren, ja. Ich würde sogar eher sagen, Frauen objektifizierend oder wie das heißt. Er macht Frauen zu einem Gebrauchsgegenstand quasi, er zählt sie auf. Wie Gebrauchsgegenstand. Heißt, Frauen können nicht blasen oder was? Und nur Hoes. Nee, er sagt ja blasen wie Pros. Also wie eine Prostituierte. Also denke ich mal, dass er das so gemeint hat. Ich lese da nicht raus, dass er sagt, dass Frauen nicht blasen können. Ebenfalls nicht. Also, wie gesagt, diese Line hier von Kapi könnte man frauenfeindlich interpretieren, ja. Ja, das ist jetzt aber auch deine Interpretation. Ein Pro macht's ja auf einem hohen Skill. Bring deine Alte mit, sie wird im Backstage-Bereich zerfetzt, ganz normal. Danach landet dann das Sextape im Netz. Auch diese Line kann man frauenfeindlich interpretieren, ja? Deine Bitch muss bügeln. Muss sein. Wenn es nicht gibt, Flügel. Muss sein. Auch frauenfeindlich interpretierbar, ja. Dumme Hure und seelischen Beistand. Und nach ein paar Takten putzen sie die Zähne mit meinem Schwanz. Die ist auf jeden Fall sehr makaber, aber vor allem, wenn man Sio kennt, weiß man, also das ist, bei Sio würde ich das ähnlich einordnen wie bei KIZ. Das ist komplett fiktive Kunstfigur. Geschmackssache, zugegeben, aber ich erkenne bei Sio keine Frauenfeindlichkeit, ehrlich gesagt. Sieht man ja auch anhand der Art, wie er in Interviews mit Frauen umgeht, ehrlich gesagt. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann guckt euch mal ein Interview von Sio mit einer Frau an. So, also, was war das letzte Foto auf dieser Reihe? Ich sehe hier kein weiteres.